Auf geht's. Das normale Gepäck für einen dreitägigen Urlaub. Wir sind hier, wir sind gut gelaunt, wir haben die Lorfas an. Wer ist ready, kann man gar nicht sein. Herrlich. So, wir sind jetzt hier im VIP-Bereich des Frankfurter Flughafens. Sehr angenehm. Sehr schön hier. Kannst du ein bisschen B-Roll drehen, dann kannst du mal zeigen. Und das Musik hinterlegen, der Film-Vibe. Ich weiß nicht genau, wie der Cut ist. Ich zeige euch jetzt, wie man Social Media Content macht. Ich habe hier eine wunderschöne Kamera von DJI und kann die ganze Zeit einmal in Selfie-Modus wechseln und auch direkt den Knopf drücken. Wow. Jetzt kommt auf jeden Fall erstmal unser Mittagessen, Frühstück, wie auch immer. Ein Mix aus beiden. Wir sind jetzt in der First Class angekommen. Ja. Sehr geräumig, sehr entspannt. So muss das sein. Sag mal hallo. Ich habe Kaffee, ich habe Pyjama. Schaut mal die Kekse. Sehr, sehr gute Kekse. Der Urlaub kann starten. So, wir landen jetzt. Ein ziemlich angenehmer Flug, sehr entspannt. Wir sind jetzt in Dubai. Kann losgehen. Leute, dass ich noch mal Bus fahren muss, hätte ich nicht gedacht. Aber gut, so ein Bus geht's. So, wir warten jetzt auf den Alex, weil der Alex kein Upgrade bekommen hat auf First. Dadurch können wir alle Vorteile von First Class zeigen und auch alle Nachteile von Economy. Hi. Oder we made it. We made it. Wenn du in die erste Klasse reinkommst, mega krass, du denkst dir, geiles Flugzeug, gehst in die Business Class und denkst dir, boah, immer noch krass. Und dann kommst du original einfach in die Holzklasse. Aber ist alles gut. War halt cool. Wenn du ausgebucht ist, ist ausgebucht, ne? Ich sollte mal zukünftig auch mal drüber nachdenken, mit so einer Rauli-Fahne hier lang zu laufen. Damit wir uns alle finden. Ich nehme mich auf jeden Fall mal mit auf meine Roomtour, weil da haben die Jungs sich wirklich nichts nehmen lassen, damit ich auch einen wunderschönen Aufenthalt habe. So schaut das aus, wenn man ins Zimmer reinkommt. Zu meiner Linken hat man dann hier einen extra Ankleideraum. Das ist nämlich auch richtig und wichtig. Hier ein extra Klosett. Und hier dann natürlich der extra Badebereich. In der Badewanne und einer schönen Dusche. So, und jetzt kommen wir hier zum Schlafwohnbereich. Morning in the morning. Grüß euch, Freunde. Ausgewogen, frühstücken, wichtig. Ich lerne jetzt die Schattenseiten Dubais kennen, weil ich mich jetzt im Schatten gesetzt habe. Seit wir hier sind, wurde ich schon zweimal angesprochen, ob ich Markus Baulig bin. Die Antwort lautete, ja, ja, hi. Wie viel ist dein Outfit wert? Hugo Boss T-Shirt, keine Ahnung, 40 Euro oder so. Die Dior-Tasche, einfach ein Einkauf bei Dior, perfekt für den Strand geeignet. Stahlhose von Boss, Tobi, Gucci-Klappen, 300 Euro oder so. Und natürlich eine perfekte Lidl, Leute, das sind 7, 11, irgendwo über 100.000 Euro eigentlich aktuell, denke ich. Sonnenbrille? Komfort. 400. Das macht einen Gesamtwert von... Wenn das Leben dir ein Americano schenkt, dann bestell noch eine Kokosnuss dazu. Wassermelone Feta-Salat. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Ist auch ganz leicht zu Hause nachzumachen. Ihr braucht lediglich eine Wassermelone, die ihr in so Würfel schneidet. Die Form, wie ihr sie schneidet, ist aber auch im Grunde im Prinzip egal. Und dann braucht ihr noch Feta. Und dann macht ihr das zusammen. Und dann nehme ich mal an, kommt noch irgendwas drauf. Ich bin mir auch 100% sicher dabei. Ja, folgt mir mehr für Kochrezepte. Grundsätzlich. Ich bin besserer Unternehmensberater als Koch, muss ich dazu sagen. Lustigerweise, unser Kunde, der Florian Sondershausen, war vorher Koch und ist jetzt Multimillionenunternehmer. Man sollte mindestens einen Freund haben, der auch Koch ist. Die Feli hat Spring Rolls bestellt, aber wollte eigentlich Summer Rolls. Deswegen immer ins 4 Jahreszeiten gehen, dann vergesst ihr die nicht. Wir gehen jetzt lecker essen im Hakkasan. Also ich war auf jeden Fall mit der Bestellung fürs Essen überfordert. Das ist ein bisschen zu krass für mich. Gott sei Dank. Haben wir unsere Übersetzerin, die Feli, dabei. Sie hat jetzt alles ausgewählt. Also, da sie ja mit mir zusammen ist, hat sie ja guten Geschmack, also kann ja nichts schief gehen.
zum Verständnis, das ist die Ente, die jetzt zubereitet wird. Muss ja erst noch irgendwann verwarmt werden. Das ist diese typische Vorgehensweise, wenn man Business betreibt und Leute so beim Entwicklungsprozess begleitet. So, einen wunderschönen guten Abend. Heute der Live-Call und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Das ist gut. Wenn man mit rauen Blickern unterwegs ist, dann wird man immer satt. Das ist ein Also nach dem Live-Call jetzt noch ein spontaner Ausflug und es launt jetzt. Was machen wir denn jetzt? Wir gucken jetzt den Novitec, was auch immer das bedeutet. Das da. Ja, warte. Alter. Das ist wild. Geil. Wir gehen jetzt was essen zur Abwechslung in diesem Vlog, weil wir das noch gar nicht gemacht haben und auch nicht gezeigt. Ein neuer Main Character hat im Raum Main Characters verliebt. Ach hier! Ja, der Affe, ne? Der Affe. Schau mal hier, dieser Typ. Gyozai sagt, wir können alles erreichen. Und dann schreibt er meiner Freundin: Hey, eine Frage, hast du einen Freund? Gyozai, du kannst doch nicht alles erreichen. Ich muss dich enttäuschen. Wow, ein Schokoladensoufflé, Bro. Es gibt Profiterole, das ist mein absolutes Lieblingsdessert. Hast du grünes Licht? Ich muss jetzt einen Nikita fragen, ob das darf. Ich habe jetzt Nikita geschrieben. Nikita ist gerade in diesem Moment irgendwo in der Antarktis herumspazieren und jetzt will er gerne auf sein Handy gucken, was er mit Satelliten-Internet hat und seinen Coaching-Teilnehmer grünes Licht gibt. Ich hole was ganz Besonderes, was ich noch nie gegessen habe. Deutsche Spezialität. Grüße geht raus an Mo. So Leute, es ist soweit. Aus Antarktis grünes Licht gesendet. Das sind die Möglichkeiten, die ihr gerade habt. Der Nikita ist in der Antarktis unterwegs und kann trotzdem mir Feedback geben. Alles dank einem digitalen Coaching-Business. Wenn ihr jetzt noch nicht überzeugt seid, dann weiß ich auch nicht. Wir können auch mit unseren Kunden arbeiten, während wir hier in Dubai sind. Also wenn du in deinem Geschäft noch nicht digital aufgestellt bist, dann wird es Zeit. Wer ist eigentlich mit Malediven Marktführer Mastermind? 12 Online-Marketing-Freaks auf einer einsamen Insel. Ich bin Horrorfilm. Ende des Tages war es immer der Copywriter, der alle gebracht hat. Willkommen im Vlog heute mit Jens Rabe, Markus Baulig, Hendrik Kuhlmann und The Legend himself. Alle in Dubai. Mir schön mit Sonnenmilch das Leben. Ist ja nur ein Gebrauchsgegenstand. Einer von vielen. Neuer Abend. Selbst Team. Wir waren jetzt schon wieder essen, Marc. Was machen wir jetzt? Bis der essen hier. Hey, Barbie. Das sieht gut aus. Sehr gut. Hey Alex. Andreas. Wenn ich Dropshipper wäre, dann wäre das hier der Ort, um dir das zu drehen. Es ist gar nicht so lange her, dass ich zu Hause in meiner Garage geschlafen habe und mir die Frage gestellt habe, warum schlafe ich in der Garage, wenn ich ein Zuhause habe? Nun, ich bin Dropshipper. Und zu meinem Business gehört eine vernünftige Origin-Story, damit du verstehst, dass auch du es schaffen kannst, selbst wenn du mal in der... Keine Ahnung, ich kann es nicht. Stark. Marcel auch hier, von One Page.
Wir haben gerade über Webdesign gesprochen, wie tolle One-Pages für Webdesign. Wir sind auch wieder bei This is Marketing dieses Jahr dabei, das veranstaltet auch Jungs. Viele Tickets sind schon verkauft worden, habe ich gehört. Ne? Ja, auf jeden Fall. This is Marketing wird dieses Jahr das größte aller Zeiten. Ziel 5000 Leute. Also wenn ihr Bock auf Marketing habt, kommt vorbei. Wir sind natürlich auch wieder dabei als Speaker und es wird besonders. Also Markus regt sich gerade auf, weil eine Geschäftsausgabe aus Versehen privat gebucht wurde. Im mittleren vierstelligen Bereich und er es nicht gemerkt hat auf seinem Konto, weil er so viel Geld hat. Naja, kann ich mir eine Uhr kaufen jetzt. Das ist mal positiv. Das ist der Content, den Leute sehen müssen. Mann, das sagst du jedes Mal in die Kamera, das nervt nur noch. Du kannst einen Zähler einbauen für die Schaut doch mal in die Kommentare, ob das der Content ist, den ihr wirklich seht. Das Behind the Scenes, die ekelhaften Seiten, zum Beispiel die dunklen Seiten. Also, ich finde, dass die Portion schon ein bisschen kleiner sein könnte für meinen Geschmack. Das ist der. Eigentlich bräuchte man so eine Sonnenbrille. Gut, das ist mein neuer Signature-Look. Das ist Old Money. Und ich weiß, die Jeremy Fragrance, ich stehe jetzt den ganzen Abend. Fragst du ja schon mal hier eigentlich? Wir zwei zusammen noch nicht. Weil derzeit hat ja unser ganzer Trip nur von Pool und Essen bestanden. Oder was sagen Sie dazu? Ist auch geschickt so. Jo, wir waren auf jeden Fall gerade in der Dubai Mall und waren nicht erfolgreich. Nicht geclosed. Nicht geclosed. Wir wollen diese Kamera, in der ihr gerade uns zuschaut, noch zweimal kaufen. Aber wir haben sie nur nullmal bekommen. Anscheinend kann man mit Geld nicht alles regeln, weil die wollten uns auch keine Demo-Stücke verkaufen. Naja, gut. Dann habt ihr halt Pech. Dann gibt's halt kein Premium-Content mehr aus Malediven. Ja. Andreas hat seine erste Negativerfahrung in Dubai gemacht. Ich sag mal nur, der Taxifahrt doppelt so lange wie früher. Also, deswegen gehen wir gerade zu Fuß, letzten 5 Meter. Keine Lust, 20 Stunden zu warten für eine Fußstrecke von 7 Minuten. 10.000 Steps a day. Dieser Coach ist bodenständig und läuft noch zu Fuß. So, Webinar ist in knapp 2 Stunden. Wir gehen jetzt gleich los, fahren los, holen noch den Mario ab, den ich heute vor Ort hier mache und dann fahren wir ins Office. Was geht, Mario? Hi, hi. So, weniger als eine Stunde, dann geht's hier los. So, da sind wir auch schon. Wir haben heute ein richtig geiles Webinar vor uns. Wenn ihr schon im Chat mit dabei seid, okay, sicher auch wunderbar, haut mal in den Chat was rein, sagt mal hallo, wo kommt ihr her? Und dabei Geld verdienen. So, der Tag zu Ende. Tag war sehr erfolgreich. Eine mittlere sechsstellige Summe wurde heute umgesetzt. In Dubai ist die Tag schon vorbei, aber in Deutschland noch 3 Stunden mehr Zeit. Dementsprechend wird es auch noch ein bisschen weitere sechsstellige Summe sein heute wahrscheinlich. Es ist so schlimm, dass jetzt sogar Sascha Drache da ist. So schlimm ist das. Markus ist gerade von den Malediven nach Hause geflogen und in Frankfurt gelandet und schreibt, hey, Zoll hat mich kontrolliert, wollte wissen, wo ich die Uhr her habe, die Nautilus, der gerade trägt. Habe ich erstmal gesagt, boah, keine Ahnung, wie der Händler hieß. Der wurde direkt spitz, bis ich meinen Drive-Ordner geöffnet habe und dann 14 Uhr in Rechnung durchgeswiped habe. Dann habe ich erstmal gefragt, was ich mache und dann habe ich gesagt, ich bin Markus Pauling. Stark, Pauling-Fans. Entschuldigung? Ja? Was machst du denn beruflich? Ich bin baulig!